In dem Video gucke ich, ob ich noch an das Konzept Krankheit glaube. Ich bin gerade so ein ganz kleines bisschen hustig. Ich habe so einen trockenen Husten und habe auch schon so zwei bis drei so sehr, sehr kleine Schleimpropfen hochgewirkt. Und ich überlege schon wieder, sollte ich das als Krankheit zählen? Ist es wieder eine Krankheit? Kann ich sagen, ich war krank? Oder ist meine Gesundheitskombo, ist die weiter seit über einem Jahr oder 2 Jahren ungebrochen? Ich weiß es nicht. Ich zweifle immer mehr an dieser Idee Krankheit. Es ist so ein Konzept, was für mich immer weniger Sinn macht, weil ich immer so tolle andere Konzepte höre, die mir das eigentlich so, die lassen mich das so weit in Frage stellen, dass ich es kaum noch glaube. Also die angenommene Meinung ist, Krankheiten, die werden von Viren oder Bakterien oder von Schadstoffen oder von den Genen erzeugt. Es gibt Leute, die sagen, sie haben eine genetische Prädisposition für bestimmte Krebsarten. Und dann kommt eine bestimmte Krankheit, aber es ist nicht wirklich eine Krankheit, es ist ein Symptom. Also ich kriege jetzt hier meinen Husten und ich sage, oh, der Husten stört mich, der Husten ist das Problem. Und dann gehe ich zum Arzt und der Arzt verschreibt mir was gegen meinen Husten. Wahrscheinlich irgendeine Tablette, wenn ich genug nerve. Das ist die herkömmliche Perspektive, die ich hier gar nicht mehr so wirklich glaube. Die andere Perspektive ist, der Husten ist nicht das Problem, der Husten ist die Lösung. Mein Körper weiß, was er macht und der heilt sich gerade. Es ist nicht der Husten nicht das Problem, sondern wie mein Körper damit umgeht, dass es ein Problem im Körper gibt. Eine wirkliche Ursache, eine Quelle für das Problem. Und der Husten oder der kleine Schleim, der rauskommt, das ist nur die Manifestation davon. Es könnte doch sein, dass der Husten nicht das Problem ist, sondern zum Beispiel, beste Erklärung für alle Krankheiten, Lymphsystem. Dass mein Lymphsystem an bestimmten Stellen so überfordert ist und da jetzt irgendwie mal schafft, vielleicht weil ich gerade viel Sport mache, vielleicht weil ich gerade besonders gut esse oder bestimmte Tees trinke oder besonders gut meditiere und entspannt bin und so. Es kann doch sein, dass mein Körper das so als Gelegenheit sieht, wow, jetzt mache ich mal Inventur, jetzt mache ich mal Grundreinigung und schmeiß mal Sachen raus, die ich seit Jahren vor mir herschiebe, rauszuschmeißen. Und das könnte der Weg sein, also der Husten oder wenn ich ein Fieber hätte oder einen Schnupfen. Das könnten alles Auswege sein aus so langfristigen Krankheitsproblemen und nicht das Problem selber. Wer sich mal mit diesen Konzepten Selbstheilung und Detox und so weiter beschäftigt, der stolpert bestimmt über dieses Konzept Healing Crisis. Also so, dass wenn ich anfange, die Sachen, die Probleme verursachen, also ungesunde Ernährung und Mangel an Sport meistens, wenn ich aufhöre, das zu betreiben, aufhöre, meinem Körper so zu schaden und anfange, in die andere Richtung zu laufen, in die Richtung, die mich heilt, na, dann bekomme ich diese Healing Crisis, diese Detox-Symptome, dann bekomme ich den Husten und den Schnupfen und den Durchfall und das Fieber und so weiter, weil dann mein Körper endlich mal nicht überfordert ist mit diesem ganzen Falschessen, sondern endlich mal seine To-Do-Liste abarbeiten kann. Und je mehr ich höre, je mehr ich forsche, je mehr ich recherchiere, umso sinnvoller erscheint mir diese Perspektive. Also, dass so Gene sind nicht schuld, es sind nicht irgendwelche Viren, die dran schuld sind, dass ich ein Problem habe. Das können höchstens daran liegen, dass irgendein Virus so das Fass zum Überlaufen hat bringen lassen. Ich habe mehrere Geschichten von Leuten gehört, die haben gesagt, ja, nee, so rohes Essen, ja, ich bleibe lieber bei meinem Burger, weißt du, ich habe mal so, hier, habe ich angefangen, rohes Gemüse zu essen für ein paar Tage und habe ich 3 Tage Durchfall bekommen. Das ist dann natürlich genau die Frage, was glaube ich? Glaube ich, dass der Durchfall die Krankheit ist? Na, dann höre ich auf und sage, nee, nee, das ist ungesund. Oder glaube ich, dass der Durchfall die Lösung ist? Dass eben quasi das schafft, Sachen aus meinem Körper zu lösen, die ja jetzt vielleicht an den Wänden von meinem Darm schon für Jahre lang festgekrustet sind. Uah. Ich bin immer mehr an diesem Punkt, wo ich glaube, so dieses herkömmliche Konzept Krankheit, ich glaube es irgendwie nicht mehr, weil diese ganze Systematik von Detoxen und Selbstheilung und so weiter, Naturheilpraxis an sich, die erscheint mir irgendwie so viel sinnvoller und so viel
so viel mehr einschließend, also so sehr viel mehr von dem, was passiert, kann ich mit einer naturheilpraktischen Perspektive erklären, als mit so einer medizinischen Perspektive. Und oft, wenn ich irgendwie einen Arzt was gefragt habe, ich habe nie eine komplexere, weiterführende Antwort bekommen. Ich habe immer nur sowas gehört, ja, Körper ist komplexer, es gibt ganz komplexe Zusammenhänge. Und das ist mir so suspekt, weil alles im Leben, was ich beobachtet habe, das läuft darauf hinaus, dass alles wahnsinnig einfach ist. Und es gibt für viele Sachen, wo die Leute annehmen, es ist ein komplexes Problem, gibt es ganz einfache Erklärungen. Und ich will das immer gar nicht wahrhaben, dieses, ja, es ist zu kompliziert für den Laien, das ist nichts für Anfänger, da sollte man Experte sein, lieber vom Fachmann machen lassen. Das glaube ich nicht in der Welt, wo man alles auf YouTube lernen kann, wo alles irgendwie so leicht und verständlich gemacht werden kann. Ich sehe da mehr so, Ärzte sind vielleicht ziemlich angenehm in dieser Position, wo eben die meisten Leute glauben, ja, Krankheiten, das ist kompliziert, ich kann mich nicht selber heilen, lieber vom Fachmann machen lassen. Da freut sich vielleicht der Arzt, dass er eben an der Engstelle von so einem System sitzt, wo eben die Leute glauben, man braucht ihn. Weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin der Ansicht, so Detoxen und Healing Crisis und Selbstheilung und so weiter, die erklären das, was die meisten Leute Krankheit nennen, viel besser. Deswegen frage ich mich so, bin ich gerade krank? Habe ich gerade Husten? Oder denke ich mir, detoxt mein Körper gerade? Habe ich gerade eine Healing Crisis? Werden da gerade irgendwelche Blockaden im Lymphsystem aufgebrochen bei mir? Ich bin da auch nicht an dem Punkt, wo ich auf eine definitive Antwort komme. Kann ich sagen, das eine richtig, das andere falsch? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dieses ganze Selbstheilen, Healing Crisis, Detoxen, Kräuter, Naturheilpraxis erscheint mir immer sinnvoller. Ich kann immer mehr damit erklären und immer weniger mit dieser Medizin, mit dieser herkömmlichen. Vielleicht läuft es langfristig auf sowas hin, dass Medizin mehr sowas für Notfälle und Unfälle wird. Und so vieles, wofür die Leute noch zum Arzt gegangen sind, das kann man so über Naturheilpraktika und Kräuter lösen. So wird zumindest mein Ansatz sein über die nächsten Jahre. Na gut, mehr fällt mir nicht ein.